Hallo allerseits und willkommen zu meinem heutigen Tutorial. Ich möchte mich zuerst bedanken für die riesigen Reaktionen, die ich auf mein erstes Tutorial bekommen habe. Das ermutigt mich natürlich, sofort was Neues nachzulegen. Und zwar im Grunde genommen ist es kein neues Tutorial, sondern eigentlich eine Ergänzung zum ersten, weil es kamen ein paar Fragen auf, die ich jetzt gern beantworten möchte. Und zwar die allererste war eher eine Anmerkung, die hieß: Hey du Alter, ich habe gar keine CS6. Wie kann ich trotzdem Webdateien machen? Ich zeige euch einen Ansatz über zwei Schritte. Der erste Schritt über den Bildprozessor, um erstmal die Bilder umzuwandeln und dann den Rest quasi in einer Aktion abzuarbeiten. Ja, und die zweite Frage war, Speichern. Wieso benutzt du für Web Speichern? Ich speichere das schon immer mit dem Punkt Speichern. Wieso? Das zeige ich euch jetzt. Jetzt werde ich euch auch noch zeigen, wie man ein fertiggestelltes Logo in die Bilderserie mit einbaut, weil es gibt viele Leute, die haben ihr Copyright-Zeichen schon gebaut und die wollen halt jedes Mal das gleiche benutzen. Dafür gehen wir jetzt in Photoshop. Ich habe jetzt wie gesagt CS4. Ich mache eine neue Datei und zwar wir brauchen eine Breite von 650 und ich würde mal sagen eine Höhe von 60. 72 dpi, das stimmt. Okay. So, jetzt haben wir diese Datei hier. Wir sehen einen weißen Hintergrund, den wollen wir natürlich nachher nicht haben. Also, wir legen erstmal eine neue Ebene an und deaktivieren den Hintergrund. Auf dieser neuen Ebene ziehe ich mit dem Rechteckwerkzeug ein Rechteck auf. Und dieses fülle ich mit der Farbe Weiß. So, ich wähle dieses Rechteck ab, indem ich entweder sage Auswahl aufheben oder wie gesagt Steuerung D für die Windows-User und Command D für die Apple-User. Jetzt habe ich ein weißes Viereck. Jetzt hoffe ich, dass ihr schon das Arbeiten mit Ebenenmasken kennt. Wenn nicht, dann schaut mal kurz zu. Hier unten ist ein kleines Viereck mit Kreis drin. Ebenenmaske hinzufügen. Mit der kann ich quasi mit der Farbe Schwarz Inhalte verschwinden lassen und die Farbe Weiß bleibt erhalten. Und ich mache jetzt nichts anderes wie diesen weißen Balken zum Verlauf. Also gehe ich zum Verlaufswerkzeug. Ich wähle dort ein Schwarz auf Weiß und ziehe jetzt einfach mal, okay, jetzt hätten wir quasi Weiß auf der linken Seite und rechts wird es transparent. Ich möchte aber doch lieber mein Logo auf der rechten Seite haben, also ziehe ich es mal wieder darüber. Also, wir werden nachher einen Balken haben, der nach links ins Transparente verschwindet. Jetzt nehme ich das Textwerkzeug und schreibe mein Copyright. Das ist ein bisschen groß, dann nehme ich die Größe 20, wie gehabt, und die Farbe Schwarz. Und jetzt gebe ich den Text ein, Copyright Tutorials. Tutorials. Jetzt passt. Okay. Dieses Dokument speichere ich jetzt erstmal ab, beziehungsweise ich möchte noch ein bisschen nach rechts ziehen. Jetzt das. Ja, so hat es mir gefallen, glaube ich. Speichere ich ab. Unter dem Begriff Footer Tutorial drücke Return oder klicke auf Speichern. Fertig. Jetzt haben wir eine Datei, die wir später einbauen können. Bei dem Ansatz, den ich euch heute zeigen möchte, werden alle Bilder zuerst auf eine einheitliche Größe gebracht, mit Hilfe des Bildprozessors. Dazu markiere ich in meiner Bridge erstmal alle Bilder und zum Markieren gibt es verschiedene Ansätze, die zeige ich euch alle mal schnell. Also ich klicke auf 1 und sage Steuerung bzw. Command A, hätte ich alle markiert. Alle wieder weg. Ich gehe einfach meine Maus und ziehe über alle drüber, habe ich auch alle markiert. Noch eine Möglichkeit, bearbeiten, alles auswählen. Habe ich alle? Nein, es gibt noch eine. Ich klicke quasi auf die erste, halte die Umschalttaste fest und drücke auf die letzte. Hätte ich auch alle markiert, okay? Und jetzt gehe ich auf Werkzeuge, Photoshop, Bildprozessor. Es öffnet sich ein Fenster. Und dort kann ich quasi diese Bilder alle umwandeln.
Ganz einfach per Trick. Und zwar unter Dateityp gebe ich JPEG an, an Format anpassen und gebe sowohl für die Breite als auch für die Höhe 650 Pixel an. Ich wähle einen Ort, wo ich es hinhaben möchte. Den habe ich mir schon mal zugelegt. Webscripten heißt der. Und dann sage ich einfach nur noch ausführen. Eine kurze Wartezeit. Nachdem Photoshop fertig ist mit seiner Arbeit, hat er einen Ordner angelegt mit dem Namen JPEG. Ich klicke kurz drauf und gucke mir kurz die Größen an. Hier sehe ich es, hat eine Höhe von 650 Pixel. Perfekt. Ein breites hat eine Breite von 650. Dieses hat er wohl gemacht. Wunderbar. Ich nehme jetzt einfach stellvertretend für alle Bilder eines aus dieser Serie. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Pferdchen und öffne das im Photoshop. So, jetzt kommen wir zu der Aktion, damit wir nachher überall das Copyright-Zeichen anbringen können. Dafür gehe ich in das Fenster Aktionen und lege mir eine neue Aktion an, hier unten mit dem kleinen Fenster. Neue Aktion erstellen. Klick. Dann erscheint dieses kleine Fensterchen hier und das nenne ich jetzt einfach mal Web speichern. Tutorial. Ist manchmal nicht so einfach, die Titel zu finden. Aufzeichnen. So, die Größe haben wir. Was wir jetzt brauchen, ist auf diesem Bild das Copyright-Zeichen. Dazu gehen wir auf Datei, Platzieren und jetzt suchen wir die Datei aus, die wir gemacht haben. Und zwar, das war hier in diesem Falle footertutorial.bsd. Klicke ich auf Platzieren. So, jetzt erscheint diese Datei in dem Bild und ich sage nur noch Platzieren. So, jetzt habe ich das mitten im Bild drin, aber ich möchte gerne, dass dieses nicht dort erscheint, sondern das soll unten sein. Also gehe ich rüber auf meine Ebenen, klicke auf die oberste, halte die Umschalttaste gedrückt, klicke auf die unterste. Somit sind beide markiert und jetzt kann ich quasi über die Transformationssteuerung sagen, das Ding soll immer rechts sein und es soll immer unten sein. Was jetzt passiert ist, bei allen Bildern wird genau dieses Copyright-Tutorials unten rechts erscheinen. So, und dann möchte ich natürlich, dass er das mir abspeichert sofort, gehe ich auf Für Web und Geräte speichern. Da sind wir schon bei diesem ganz wichtigen Punkt, bei der Frage, warum gehst du auf Web speichern und nicht einfach nur auf Speichern? Ganz einfach, wenn ich auf Speichern gehe, dann speichert er das in einem ursprünglichen Format. Die meisten Bilder hatten zum Beispiel 300 dpi, haben zwar jetzt eine kleinere Größe, dadurch bedingt natürlich eine große Datenmenge. Was er macht bei für Web- und Gerätespeichern, bietet er mir automatisch die Formate an, die im Web üblich sind. Ich kann dort zum Beispiel auch halbtransparente GIFs abspeichern oder PNGs. In diesem Falle möchte ich ein JPEG haben mit weniger Qualität. Ich nehme jetzt hier wieder 65% und ich kann hier unten schon die Größe sehen, die Dateigröße. Das Bild hätte normalerweise, wenn ich es normal abspeichere, mindestens 150 KB. Das könnten wir nachher nochmal schnell schauen. Okay, drücke ich noch auf Speichern und er fragt mich dann, wo ich das haben möchte. Ich möchte es quasi in dem Vorordner zu diesem JPEG haben. Drücke ich einfach noch Sichern. Dann möchte ich, dass das Bild schließt und das Original nicht verändert. Fertig. Jetzt drücke ich hier unten noch das kleine Viereck zum Beenden der Aktion. Und das war's schon. Nachdem Photoshop mit seiner Arbeit fertig ist, gucken wir mal ganz kurz die Datei an, die er erzeugt hat. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite Dateigröße 55 Kilobyte. Die Maße sind so wie vorgegeben und wir haben hier 100 ppi, was 72 dpi entspricht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zur Originaldatei. Klicken Sie an und sehen hier, die hat 159 Kilobyte. Heißt also, die ist dreimal so mächtig an Datenmenge. Und die Auflösung, wie wir hier sehen, war ursprünglich 240 dpi, was 300 ppi entspricht. Okay, was wir jetzt machen, ist alle Bilder auf einen Rutsch bearbeiten. Dazu sage ich Steuerung bzw. Command A, um alle zu wählen. Gehe über Werkzeuge, Photoshop, Stapelverarbeitung,
Und jetzt haben wir quasi unsere Aktion in der Aktionsgruppe Tutorials, hieß Webspeichern Tutorial, und sagen einfach nur noch okay. Und schon fängt er mit der automatischen Bearbeitung an. Sobald er fertig ist, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Bridge, zurück, und da haben wir jetzt alle Dateien, die er erzeugt hat. Wir sehen Hochformat, Copyright Tutorials unten rechts. Breitformat, Copyright Tutorials unten rechts. Wunderbar, genauso wie es sein soll. Gut, damit verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.